Hey ho, Spiel, Spaß und viel Schokolade hier im Fußballmanager 13 Let's Play mit den Zebras. Wir haben hier Sebastian Freis auf der Pipeline und schauen uns mal an, was er für Gehaltsvorstellungen hat. Wow. Boah. Heidewitzka, Heidewitzka, sein Vertrag läuft aus. SC Freiburg hat bis jetzt sehr solide und gute Spieler hervorgebracht und natürlich 825.000 ist ein ordentliches Wort. Deine Spielstärke haben wir jetzt nicht genau oder können wir nicht so wirklich, doch können wir einschätzen. RA und Stärke halt genau dasselbe wie Miso Bretschko. 800.000 können wir einfach nicht bezahlen zurzeit. Das ist es. Hier Miso Bretschko sieht ein bisschen anders aus, aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird unser Weg gehen? Wir müssen hier natürlich auch ein bisschen die Vorstellung erhöhen, weil er derzeit unser Angebot lächerlich findet. Und da müssen wir natürlich Aufstiegsprämien etc. da reinklatschen, damit wir vielleicht noch mal ein bisschen das Grundgehalt drücken können. Klar ist das Grundgehalt fix sozusagen, aber wir können natürlich, wenn er keine guten Leistungen bringt, dann müssen wir ihm weniger zahlen. Das ist natürlich schon mal gut. Wenn er natürlich gute Leistung bringt, dann können wir ihm quasi hier auch einen leistungsgerechten Vertrag anbieten, wo er natürlich auch geködert wird, gute Leistung zu bringen. Und wir brauchen solche Spieler, die einfach auch gute Leistung bringen können. Deswegen schauen wir mal, Gehaltskürzungen machen wir ein bisschen weiter runter. Können wir da vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Prozente bei ihm in seiner Gunst steigen? Genau, ablösefrei will ich eigentlich nicht. Deswegen 100% seines Marktwertes wäre ganz schön. Kann sich natürlich, wenn er, ja, machen wir 75%, wenn er natürlich sich da hervortut, derzeit Marktwert von 330.000, aber wenn er jetzt hier über 900.000 will, bevor er erstmal mit uns quasi redet, dann können wir das nicht bezahlen. Ganz einfach. Wollen wir auch noch nicht bezahlen, weil die Zukunft noch ziemlich unsicher ist. Wenn ich jetzt schon wüsste, dass wir aufsteigen, dann kann man mit ihm rechnen, dann könnte man solche Verträge eingehen, aber die Zukunft ist noch zu ungewiss und 900.000 für die zweite Liga ist, boah, das ist einfach nicht zu stemmen. Sagen wir es mal so, das ist vom Gehaltsbudget, da haut uns der Vorstand sowas von dermaßen eine Ohrfeige ins Gesicht, weil er einfach auch da keine Berechtigung sieht. Hier können wir natürlich noch mal ein bisschen anpacken. Bei Correa, das sieht schon ein bisschen anders aus. Der hat ganz andere Vorstellungen. Da wollen wir natürlich noch mal ein bisschen den Vertrag auf jeden Fall ausweiten. Auf 3 Jahre, ein Jahr länger wäre schön. Und wir können natürlich auch noch ein bisschen das Grundgehalt drücken auf 380.000. Ist natürlich auch schon eine Summe. Aber für die zweite Liga wäre das auf jeden Fall stemmbar. Wenn auch ein paar Topverdiener von uns von der Gehaltsliste gestrichen werden, wie zum Beispiel auch, was ich gesehen habe, Emil Jula kommt zurück, der kriegt 600 Mille. Das ist krass. Also den will ich auf jeden Fall weghaben, aber auch zum Beispiel Topverdiener wie Goran Šukalo vielleicht oder vielleicht Da Silva, die natürlich beide so eben 500.000 bekommen, also 500.000er Bereich. Unsere zweite Mannschaft verliert schon wieder gegen Bayer Leverkusen und hier haben wir das Hallenturnier. Wo sind wir? Wir haben ein Spiel. Wir sind Dritter geworden. KSC hat überraschend gewonnen. Also, Drittligist hat gewonnen. Obwohl wir da Köln mit drin hatten und 1860 München als weitere Zweitligisten. Dann noch Red Bull Leipzig und so weiter. Und KSC halt gewonnen. Ja, da sind auch solche herausragende Talente wie zum Beispiel Hakan Çalhanoğlu. Wer das Let's Play von Van Bergen kennt, wird natürlich mit ihm auch definitiv in Kontakt gekommen sein. Hakan Çalhanoğlu wird natürlich umworben von den größeren Vereinen und wird jetzt, glaube ich, zur nächsten Saison endlich oder wird dann für HSV, glaube ich, spielen. So ist es. Also sie haben sich quasi seine Dienste ge geleistet bzw. gesichert. Er wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Das ist schön. Leider später für die Türkei, nicht für Deutschland. Also, das vielleicht da nochmal als kleine Seitenhieb. So, Correa kommt zu uns. 380.000 sind auch stemmbar für die zweite Liga. Falls wir hier verbleiben, haben wir da natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten. Falls wir aufsteigen sollten, dann werden wir uns da nochmal zu gegebener Zeit drum befassen. Jetzt fällt natürlich hier die ganze Seite noch aus. Was kann der Boyamba? Da müssen wir natürlich nochmal einen Mentor einstellen. Roman Bär und Pegolo sind verletzt. Niko Blaszczak
Den müsste ich eigentlich auch mal irgendwann mal rausschmeißen, weil der einfach auch schauderhaftes Talent hat. Also Talentstern, zwei Talentsterne ist natürlich schon, boah, ganz wenig. Aber hier nutzen wir natürlich die Chance, machen wir nochmal den Aufstellungsassistent, nicht den Ausbildungsassistent. Da stellt er schon wieder alles Mögliche um. Die Sau. 49. sind wir in der Jugendarbeit national definitiv ausbaubar. Also, wenn man das so besieht, dass, wenn wir sind ja Zweitligist, ja, und haben im Endeffekt eine Ausbildung und der Jugendabteilung Platz, der eines Viertligisten rühmt vom Prestige her. Das ist tragisch. Da müssen wir auf jeden Fall natürlich uns verbessern. Es kann nicht so sein, dass wir da sind, weil wir natürlich auch die in Anspruch haben, da mal ein bisschen hochzukommen und vielleicht können wir da auch mal das Prestige müssen wir natürlich da hochtreiben, mal bessere Talente ranholen. Da brauchen wir aber auch zu gute Scouts, die da einfach auch Talente finden durch das Jugend-Scout-System, weil da haben wir derzeit auch nur einen einzigen, der da durchgehend beschäftigt ist. Und der andere kümmert sich halt um den nächsten Gegner, der beobachtet werden soll, weil wir möchten natürlich auch da immer gut informiert sein, was den nächsten Gegner angeht, ob der irgendwelche Schwächen aufweist oder einfach auch, um da natürlich ein gewisses Verständnis der Stärke des Gegners zu bekommen. Ja, warum ich hier nicht die zwei verbleibenden Einheiten reinmachen kann, das versteht auch kein Arsch. Gott. Celil Abdullah, können wir noch mit dir reden? Hier mit Bomheuer vielleicht. Du hast dich sehr verbessert. Zustand bleibt unverändert. Das wäre schön gewesen, dass er da vielleicht nochmal einen gewissen Moral-Push bekommt. Goran Šukalo, ja, super, letztes Spiel. Gut, können wir das nochmal nutzen. Hier sind wir in der Teamdynamik schon wieder ordentlich gestiegen. Das ist echt mir schleierhaft, was hier eigentlich für eine Volatilität drin ist. Immer dieses Hin- und Her-Geschwanke von 70, dann wieder auf 200, dann jetzt auf 178 und was auch immer. Das ist doch echt mysteriös, was hier abgeht. Echt mysteriös. Ja, erste Mannschaft ist soweit erschöpft. Da müssen wir natürlich den Jungs aus der zweiten Mannschaft nochmal die Chance geben, sich vielleicht ein wenig hier mit uns zu unterhalten. Verliert 20 Moralpunkte. Oh, das ist scheiße. Gott. Ist natürlich hier alles, wenn ihr erste Mannschaft willst, dann hau mal rein da. Und der verliert 3 Moralpunkte. Also will er nicht die erste Mannschaft. Dann will er nicht in die erste Mannschaft. Geht's deiner Familie? Das ist natürlich Smalltalk, aber Hauptsache, man hat mal mit ihm geredet. Vielleicht nutzt das trotzdem in gewisser Weise was. Können wir mal mit anderen Spielern hier reden? Vielleicht mit Tanju Öztürk. Haben wir da auch die Familie, die wir da zur Ansprache bringen. Hilft aber natürlich nichts. Das ist eigentlich nur ein bisschen hier die Ansprachepunkte loszuwerden. Da steigt es wenigstens um 3 Moral, weil wir sagen, dass seine Ziele weit von entfernt sind, aber es kommen auch noch gute Zeiten. Quasi ihm Hoffnung machen, dass gute Zeiten überhaupt kommen. Das ist natürlich erstmal ein Versprechen an den Spieler, aber muss er auch selber mal ein bisschen hier sich hervortun und einfach auch mal Wille zeigen, dass er sich da seinen Zielen entsprechend verhalten will. Da können wir ja sehr schwer als Trainer erstmal darauf Einfluss nehmen. Wir können ihn nur aufstellen. Und wenn ich ihn aufstelle, was ich ja sowieso schon mache, dann muss er auch einfach mal zeigen in der zweiten Mannschaft, dass er es möchte. Und wenn er da abfällt, dann kann ich auch nichts gegen machen. So ist es. Felix Wiedwald kommt wieder zurück. Soll mal wieder hier im Spiel gegen FC Krai nochmal die Chance bekommen. Dann natürlich Abdullah, der derzeit schon auf einer 65 ist. Schön, super. Und Benny Kern darf natürlich auch spielen. Lachep, machen wir mit dir. Ja, dann können wir mal den Hoffmann von Anfang an spielen lassen für den Lachep. Der Balch hat derzeit eine gute Form. Bomheuer rutscht auch wieder rein in die auf die Reservebank. Nicht in die Reservebank, sondern auf die Reservebank. Und Kastrati können wir vielleicht auch nochmal wieder spielen lassen. Weil letztes Spiel durfte der Jovanovic von Anfang an. Vielleicht können wir da auch nochmal FC Krai einschenken. Das wäre gut. Hier Arminia Bielefeld meldet sich wegen
Hennen. Und unsere Scouts nehmen langsam mal hier ein bisschen Fahrt auf, um die neu ausgedachten oder auf der Beobachtungsliste gelandeten Spieler mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Amateurstadion wollen wir natürlich nutzen, weil im Endeffekt, wir brauchen ja nicht das 30.000er Stadion für 400 Zuschauer nutzen. Das ist ja Quatsch. Gut, Castrati hat ein Tor gemacht, Abdullah hat die Vorlage gegeben. Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier Gas geben, schaffen es aber noch nicht. Also wir schaffen es zwar hier konstant Tore zu machen, beziehungsweise auch zu gewinnen, aber so richtig souverän sieht anders aus, ne? Also FC Krai ist da schon schlechter eigentlich. Ja, dann müssen wir die eigentlich auch schlagen können. Aufwärmen schicken. 65 Minuten, 67 Minuten sind jetzt rum. Dann Julian Koch kommt rein für Schukalo. Sören Brandy können wir mit dir nochmal machen. Deswegen werden wir den Wolze da rausnehmen. Der Pertl, ja. Ja, gute Frage. Rutschen natürlich noch andere Kräfte rein. Berbarovic können wir nochmal vielleicht. Ne, der Kerl läuft derzeit gut. Jetzt machen wir auch das Tor. Noch ein Tor, sehr schön. Noch ein schön. Nochmal, super. Jetzt geht's richtig ab. Also die Einwechslungen haben sich definitiv gelohnt. Bester Spieler ist Jürgen Jasula. Wie man hier sieht, oh super. Guck mal, die Einwechselkräfte haben sich hervorgetan. Alle eine 1er Note. Bomheuer eine 1,5. Auch eine gute Leistung. Toll. Und wir konnten FC Krai nochmal richtig einen mitgeben. Was vielleicht bei denen ein bisschen auf die Stimmung drückt, das wäre super. Weil unsere Mannschaft oder zweite Mannschaft eher gesagt gegen sie spielen muss. Ich glaube jetzt in dieser Woche sogar noch. Das kam jetzt perfekt eigentlich für sie. Also Steilvorlage für unsere zweite Mannschaft. Die müssen einfach auch mal die Chance nutzen, diese Steilvorlage anzunehmen und zu verwerten. Ne? Ist so. Ja, 25 geht nicht wirklich voran. Ah, jetzt haben wir es endlich. Was geht hier ab? Warum spielen die nicht? Assistenz bietet Hilfe an. Kench. Irgendwie Infrastruktur, Stadioninfrastruktur. Nee, mache ich selber, Mann. Bring dich mal ab. Gut, Burak Bay haben auch Trainingsziel erreicht. Da schauen wir auf jeden Fall mal rein. Trainingsziele, was haben wir denn da? Robustheit, ja, da muss er noch ein bisschen anpacken. Da muss er natürlich noch robuster in die Zweikämpfe gehen können. Weil hier natürlich auch ein Stechen und Hauen in der zweiten Liga herrscht oder generell in den höheren Ligen, muss man einfach auch mit Kampf davon gehen. Er hat aber auch die Chance oder hat die Fähigkeit Dribbler und hat Dribbling auf 75 schon. Wow, das ist natürlich krass, sehr schön. Kann also gut mit dem Ball umgehen, dribbelmäßig. Vielleicht kann er sich da auch nochmal irgendwann mal bei uns beweisen. Auf jeden Fall möchte ich eigentlich, dass er bei uns sich beweist, weil wir ihn natürlich mit ihm rechnen. Und unsere zweite Mannschaft nutzt die Steilvorlage von 5:0 nicht und kann leider oder kommt über ein 0:0 nicht hinaus. Mann, warum einfach nur? Komm, die hättet ihr jetzt wenigstens mal abziehen können. Schlecht gelaufen. Es läuft einfach nicht zusammen bei unserer zweiten Mannschaft. Ja, also wir, wie ihr seht, gegen FC Krai noch gerade gespielt, die erste Mannschaft, damit wir denen nochmal einen mitgeben, haben wir denen noch 5:0 einen mitgegeben und dann schafft uns unsere zweite Mannschaft nicht, quasi deren Tief zu nutzen, um das zu machen. Benedikt Höwedes wechselt von Schalke nach Bayern für 23 Millionen. Boah. Und David Alaba geht nach Barcelona, habe ich dann nochmal eben geguckt. Krass. Ablehnen. Er kommt denn da jetzt alles für den Hennen, ey? Weil was sind denn die alle so heiß auf den? Was sind denn die alle so heiß? Richtig. Naja, loswerden will ich ihn eigentlich jetzt derzeit nicht. Vielleicht können wir mit ihm nochmal verlängern. Das wäre eine schöne Sache für die nächste Saison. Aber wir müssen abwarten, was sich so ergibt. Besonders in der zweiten Mannschaft ist es natürlich schwer, da mit der Mannschaft irgendwie Fuß zu fassen, beziehungsweise die werden natürlich definitiv immer mehr unzufrieden, wenn sie natürlich auch absteigen. Da müssen wir so dann nochmal ein bisschen anpacken. Vielleicht da nochmal bessere Talente ranholen, weil es bringt ja nichts, da irgendwelche Spieler ranzuholen, besonders wenn wir absteigen.
Die Mannschaft muss dann schlicht und einfach resettet werden, nochmal ein bisschen aufgebaut werden, ganz behutsam aufgebaut werden mit jungen Talenten, die uns auch im Endeffekt vielleicht mal irgendwann mal in der ersten Mannschaft vielleicht weiterhelfen können. Junge und billige Talente. Das wäre schön. Julian Koch gewinnt nochmal hier 2 Moral. Da ist schon wieder ein bisschen mehr Teamdynamik drin, obwohl der Fall nach unten zeigt. Keine Ahnung, es ist doch echt schleierhaft mir alles, was da abgeht. Das ist echt schleierhaft. Ponko Bamic auch nochmal hier, hast gut trainiert, Junge. Bin stolz auf dich. Kann man noch ein bisschen ausbauen, aber auf immerhin hast du deine Leistung im Training gezeigt, das ist gut. Timo Pertl, ja, der hat sich nicht in der Saison verbessert, dann kriegt er Minus. Kriegt er Minus. Hier, ja, hier können wir einfach nochmal mit Da Silva so reden. Das hat jetzt keine wirklichen gravierenden Auswirkungen auf ihn. Einfach mal nochmal, um ihn mit ihm zu reden. Und hier der Jovanovic, würde ich schon sagen. Der Zustand bleibt Gott sei Dank bei Domoschiski unverändert, hätte ja auch ins Minus rutschen können. Sind wir mit der ersten Mannschaft wieder durch. Zweite Mannschaft ist schon wieder ins Minus gerutscht. Klar, da müssen wir natürlich nochmal mit den Jungs reden. Körperlich stärker werden für Burak Akacza. Und super letztes Spiel für Klaus Jasula. Gewinnt nochmal 5 Moralpunkte. Gut. Ja, nächstes Spiel auswärts gegen Dynamo Dresden. Die sind natürlich auch zu Hause eine Wand. Fanfreund. Weil wir hier eine Autogrammstunde gemacht haben. Die Fans werden wir natürlich auch bei dem Auswärtsspiel gegen SG Dynamo Dresden gebrauchen können. Ein nicht einfaches Spiel, besonders auswärts gegen Dynamo Dresden, ist es sehr schwer da vielleicht zu bestehen, weil die natürlich auch eine ordentliche Fanbasis hinter sich haben, die zwar auch besonders bei Auswärtsspielen in der Kritik stehen, ganze Chaoten, nicht die Fans von, die richtigen Fans von SG Dynamo Dresden. Bolzplatz einweihen. Ja, komm hier, Burakan Kund kann da vielleicht nochmal die Chance ergreifen. Da brauchen wir... Bälle Trikot stiften ist mir jetzt zu teuer. Das ist mir zu teuer. Futsal beachten, ja. Da, wir brauchen mehr Scouts. Das ist schwer, da irgendwelche Spieler oder Scouts... Ohne Scouts ist es schwer, da irgendwelche Leute zu beobachten. Wir müssen hier auch noch natürlich anpacken, weil wir einfach auch als Vorgabe uns ausgewählt haben oder auf die Fahne geschrieben haben, dass wir hier unser Scouting-System ausbauen möchten. Das wäre schön, dass wir das auch so wahrnehmen können. Das ist aber auch einfach zu schaffen in dem Fall, dass wir hier einfach nochmal neues Geld freimachen, in die Baukosten fließen lassen und diese Baukosten dann fließen lassen in ein neues Mitarbeiter-System. Wir müssen unser Mitarbeiterbüro ausbauen. Und die letzten 24 Stunden der Transferperiode stehen an. Machen wir ein bisschen schneller. Warten aber, vielleicht kriegen wir dann nochmal irgendwelche Angebote, aber da mag ich jetzt stark das zu bezweifeln. Da ist erst der letzte oder der erste Wechsel noch in der Transferperiode hier. Büttner wechselt von Manchester United zu Aston Villa. Okay. Sissoko wechselt von Valencia zu Olympique Marseille. Klose, oh, guck mal hier. Miroslav Klose kommt zurück in die Bundesliga und wird von Stuttgart verpflichtet. Der alte Herr hat seine Reise nach Italien beendet und will vielleicht nochmal seinen Lebensabend oder so, seine guten Leistungen hier in der Bundesliga präsentieren. Das ist eine gute Sache, weil Miroslav Klose auch ein guter Spieler ist. Sehr solider Spieler. Ist natürlich auch für ihn in der Nationalmannschaft schwer. Und hier haben wir natürlich Stefan Salgaard. 200.000 hat er uns nur gekostet, in Anführungsstrichen 23 Jahre, Stärke 66. Für die nächste Saison ist er auf jeden Fall dabei. Wir haben ihn natürlich hier direkt wieder zurückverliehen an Arminia Bielefeld, weil wir hier auch einfach mal die Chance ergreifen wollen, dass er da weitere Spielzeit bekommt, Spielpraxis bekommt und warum auch nicht. Bei uns läuft derzeit Kevin Wolze auf der Position und Celil Abdullah zeigt auch gute Leistungen. Das ist natürlich schwer, dann auch einen Spieler, der noch dazu kommt, zu integrieren. Warum dann einfach nicht in seinem System lassen und da vielleicht nochmal die Chance ergreifen,
ihn da spielen zu lassen, Spielerfahrung sammeln zu lassen. Das ist auf jeden Fall gut, denke ich, die Entscheidung gewesen. Jürgen Jasula hat es geschafft. Nach Wochen verbissenen Trainings hat es Jasula geschafft, seine Fähigkeit mit dem schwachen Fuß zu verbessern. Ja, ein echter Durchbruch. Und er ist uns total dankbar. Sehr schön. Olivieri hat wieder Trainingsziel erreicht. Gut, hat hier auch Dustin Baumheuer zur Seite stehen. Taktisches Verständnis ist derzeit hoch. Antritt und Sprungkraft ebenfalls. Hat hier auch natürlich an einigen Positionen sich gut hochgearbeitet. Nächste Fähigkeit, die er da hat, ist Robustheit, die da nochmal trainiert werden soll. Die schieben wir jetzt ein bisschen weiter höher, genau wie die Sprungkraft. Als Innenverteidiger musst du einfach auch mal zum Kopfball hochgehen können. Und da brauchst du einfach auch Sprungkraft drauf, besonders wenn du vielleicht nicht so ganz so groß bist als Innenverteidiger. Meistens sind aber auch die Innenverteidiger größere Spieler, weil die einfach auch die Kopfballduelle in der Innenverteidigung gewinnen sollen, bei Flanken, Ecken, was auch immer. Ja, Jasula hat sich verletzt, Klaus Jasula. Das ist der Bruder von Jürgen Jasula. Deswegen müssen wir hier einfach den Portmann wieder installieren. Und geben wir mal Mike Hibbeln die Chance, weil Julian Rybacki nur 9 Frische hat. Was geht denn da ab? Meine Axt. Geht ja mal gar nicht. Dann müssen wir jetzt langsam mal auch auf die Frische wieder zurückgreifen. Ja. Müssen wir einfach hier mal die Chance wieder nutzen, die Frische anzugleichen. Die haben jetzt gute Vorbereitungen gezeigt und jetzt geht es wieder zurück in die zweite Hälfte des Spielbetriebes. Und die sollen natürlich auch wieder hier sich nicht total verausgaben und auch noch ein bisschen Frische tanken, weil einfach auch Frische vonnöten ist in den Duellen, in den Laufduellen, Zweikämpfen etc. gegen die Gegner. Aber auf jeden Fall konnten die hier die Chance nutzen, ordentlich zu trainieren in der Winterpause. Das ist auf jeden Fall gut. Dafür waren wir ja auch im Trainingslager, haben nochmal richtig Kohle freigemacht. Wir haben jetzt sonstiges nur noch 48.000 zur Verfügung im Budget. Sehr wenig. Hoffen wir natürlich, dass wir da ein bisschen Gewinn machen können, durch Merchandising vielleicht oder so. Und zur Not müssen wir halt auch als Manager wieder Geld zurückfließen lassen an den Verein. Das mache ich sehr gerne in den Fußballmanager Let's Play hier auch, aber generell im Fußballmanager. Roland Müller, geben wir jetzt mal die Chance, vielleicht dann mal die zweite Mannschaft, weil er auch derzeit eine gute Form hat, weiterzubringen. Derzeit eine Stärke 61, vielleicht ist er da nochmal ein Ticken abgeklärter, noch ein Ticken ruhiger, vielleicht ein Ticken mehr Rückhalt für die zweite Mannschaft. Adni Lache. Ja, und Dustin Baumheuer. Dustin Baumheuer, guckst du euch an. 14er Form. Boah, den müssen wir natürlich spielen lassen. So ist es. Wer so eine Form ausweist, der hat es auch sich verdient, durch das Training in die erste Mannschaft oder in die Startelf zu rotieren. Kevin, wolltest du derzeit nur eine 9er Form? Ja, nehmen wir mal den Brandi da rein, der derzeit eine 13er Form hat. Und Julian Koch hat auch eine gute Form. Deswegen müssen wir schauen. Abdullah, ja. Und der Koch. Nutzen wir mal die Chance, dass der Koch wieder reinrutscht, weil so eine Form muss natürlich auch weiterhin unterstützt werden. Genauso wie Valerie Tomaszewski, der jetzt hier rausrotiert, weil Jasula eine bessere Form verfügt. Wir brauchen Spieler quasi, die in Form sind, um gegen diesen Rutsch oder diese Euphorie zu nutzen gegen SG Dynamo Dresden, schweres Auswärtsspiel. Wir müssen versuchen, hier vielleicht gegen Dresden wieder 3 Punkte einzufahren. Wäre schön für den Beginn der zweiten Hälfte der Saison. Unsere Reserve kriegt schon wieder einen auf den Sack. Boah, das ist nicht zu glauben. Aber ich sag mal, gegen Schalke 04-2 kann man mal verlieren. Da sind wesentlich bessere Spieler drin, mehr Potenzial, wesentlich höheres Potenzial. Bayern München hat schon wieder Kohle rausgehauen. Sag mal, seht ihr des Wahnsinns? Boah, guckt's euch an. Oh, Transferausgaben 111 Millionen. Ey, die sind doch bescheuert. Die sind doch bescheuert. Da holen die Matthias Ginter und den Hövedes. Sind die bekloppt?
Wen haben die da abgegeben? Okay, Bartstuber, aber. Ey, sind die bescheuert? Minus 59 Millionen haben die gemacht. Ey, sind die. Ey, da fällt mir nichts zu ein. Mein Gott. Verdammte Axt. Verdammte Axt, ey. Ja, gucken wir uns das Leid der Reserve an. Roland Müller war bester Spieler und hat eine 3, mit einer 3,5. Der Rest hat abnormal schlecht gespielt. Meine Güte, das bringt alles nichts da. Ja, gehen wir nochmal Golf spielen und dann sehen wir uns gleich im Spiel gegen SK Dynamo Dresden wieder.